Frau Laloma und ihr Pekinesen-Mischling Diablo gehen gerne miteinander shoppen. Komm, Puppi, da gehen wir jetzt in den Mega-Zoo. Schau, da kriegst du was Schönes. Komm. Dabei ist das Frauchen spendabel und der Hund doch sehr sparsam. Wuff, 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 wuff. Mag nicht. So, schau, komm hinein. Ups, komm hinein. Ganz hinein, kriech hinein. So, na komm. Du lässt dir alles gefallen. So, na, geh hinein. Na schau, wie süß. Wie ich den Hund gekauft habe, wollte ich ursprünglich das meinem Neffen geben. Aber das ist kein Hund für einen jungen Mann. Und habe gesagt, wenn er dann noch da ist, am Ostersamstag, dann kaufe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben einen Hund. Und so war's. Und jetzt ist er, ja, er wird 14 im Jänner. Gell? Und ich habe es nie bereut, nie bereut. Gegenteil, wenn ich ihn einmal einen Tag wo anders lasse, weil ich irgendwo unterwegs bin, da geht er mir schon ab. Es ist wie ein Kamerad. Und ja, nein, er geht mir ab, wenn ich ihn nicht habe. Und so verbringen Frau Laloma und ihr kleiner Freund eigentlich jede Minute ihres Lebens miteinander. Und das schon seit fast 1,5 Jahrzehnten. Gefällt dir nicht. So, vorbereiten bitte für den ersten Durchlauf, damit wir die Reihenfolge dann alles schon hinbekommen. Entschuldigung, ich habe Sie gerade gehört. Ja. Das ist erster Durchgang, was heißt das? Wir machen heute eine Hundemodeshow. Die neuesten Modelle, Milano, Paris, New York. Na, wollen Sie mitmachen? Na, ja, unbedingt, ja. Unbedingt. Ich habe was mit heute. Das ist der Diavolo. Diavolo, hallo Schatzilein, komm her. Wow, du bist ja ganz ein Hübscher. Bitte so. Einmal den Dog Walk auf so. Und ab. Komm her. So. Ja, tolle Sache. Man merkt, er ist den Dog Walk jetzt nicht so wirklich gewohnt. Und weicht so. Leicht ab, aber ganz gut. Noch ein Leckerli, wenn Sie haben. Ich gehe auch anders in der Wohnung, weil er am Anfang so klein war, ich bin oft auf ihn drauf gestiegen. Nicht, man schaut nicht immer, wo man geht. Und jetzt habe ich mir so einen schleifenden Gang angewöhnt. Aber jetzt passt das schon auf und flieht, wenn ich komme. Gell? Nein, ist nicht so arg. So, komm her. Da komm her. Sitz, sitz. Und komm, hopp. Na, das, komm hierher. Und jetzt sitz. Und jetzt. Er fängt an, ein bisschen blind zu werden. Das ist oft. Weil bei Hunden, die werden oft im Alter blind und taub. So wie bei uns Menschen. Frau Laloma hat heute eine Einladung mit ihrem Pekinesen. Für die abendliche Veranstaltung soll der kleine Schwarze hübsch gemacht werden. Lauf, lauf. Grüß Gott, grüß Gott. Oh, küss die Hand, Frau. Wie geht's? Laloma. Er soll wieder schön gemacht werden. Da ist er ja. Oh la la, ja. Bravo. Er hat sich schon gefreut. Er hat sich schon gefreut. Ja, und er braucht sie, er ist ein bisschen schmutzig. Tutzi, mutzi, mutzi, putzi. Er wird geschnitten, geschoren und dann gebadet, was er hasst. Ja. Aber er ist dann wunderschön und ja. Greift sich schön an. Ja. Und dann läuft er weg und ist happy. Und ich auch. Darf ich Ihnen ein Gläschen Baileys, das ist ein süßlicher Likör, anbieten? Sehr gerne, Eva? Sehr gerne. Bitte schön. Danke. Magst du auch ein Schlückchen? Na, das ist ja gar kein Alkohol drinnen. Danke vielmals. Bitte schön. Also dann auf zum Wohle. Herr Lichtenberger ist in seiner Branche durchaus eine Größe und durfte schon allerhand prominente Hunde von prominenten Menschen scheren. Die Grislona ist eine sehr gute Kunde seit 25 Jahren. Die Frau Elfriede Ott ist auch noch Kundin, die hat 300, ist leider einer gestorben heuer. Ich habe auch die Barbara Streisand gemacht, bin ich sehr stolz. Im Hotel Bristol war ich allerdings da. Da wurde auch sehr viel drumherum gemacht. Was nehmen Sie für Shampoo und was kostet das? Auch nicht so, auch ein Punkt, auch wenn man Geld hat. Und ja, und wem haben Sie einen Prominenten? Es wurde das sehr, also die war eigentlich sehr schwierig, die Kunde. Nicht sie, sondern die Managerin. Welchen Hund hatten die Barbara Streisand gehabt? Einen weißen Pudel.
Auch ein weißer. Einen kleinen, fetten, weißen Pudel. Das ist jetzt meine Rache dafür. So, jetzt kommt sie ins Fernsehen mit einem fetten, kleinen Pudel, weil sie kein Trinkgeld gegeben hat. Lieber Herr Otto, darf ich Ihnen ab in die Wanne? Ab in die Wanne. Jetzt wird ernst. Der hat zugenommen, der Diabolo. Ja. Ein Kilo. Na, so viel nicht. Ein halbes Kilo. Ja. Der Hund wird wie immer zunächst einmal ordentlich gewaschen. Zwar mag das Diablo überhaupt nicht, aber für seine Schönheit beißt sich der Kleine durch. Der Hund ist heute sehr schmutzig, Gnädigste. Ja, ich weiß. Wo waren wir denn? Wieder auf die Güter? Die Dame hat nämlich ein kleines Schlösslein am Land. Und da läuft er immer in den Gründen herum. Ist ja nicht wahr. Er ist öfters in einem Garten. Er darf Hund sein. Er ist auch Hund. Soll ich zum Telefon gehen? Lenk sie einfach auf. Bitte. Wenn das Telefon läutet und Herr Lichtenberger gerade in einer Behandlung ist, hat man Pech. Bei ihm ist der anwesende Kunde stets König. Schauen Sie, wer zahlt, schafft an. Das ist auch meine Weisheit. Wenn ich wo bin, möchte ich genau dasselbe Service haben. Und so, das ist ganz normal. Also ich finde, das macht da keinen Unterschied. Ich habe nicht nur reiche Damen oder Herren, also aus der Gesellschaft, sondern generell, ich mache 100%. Und jeder kriegt die 100%. Und die, egal welche Kunde, welche Gesellschaftsschicht, die sind alle reizend, weil sie alleine wollen, dass man gut zum Hund ist. Jetzt sind sie auch zu mir reizend. Stimmt. Habe ich recht. Und somit habe ich ein tolles Arbeitsklima. Bei mir gibt es keine versloppten, bösartigen Damen, wie es manchmal vielleicht wo vorkommt. Der Hund ist der Schlüssel zu den ganzen angenehmen Ambiente. Das ist alles, ich mache das gern, mir macht das noch immer Spaß, selbst nach 40 Jahren. Und ja, hinaus, tralala, wunderbar. Na, mein Gott, wie ein Pinscher schaust du aus. Wirklich arm. Gut, ja. Danke schön. Nein, aber es macht ihm Spaß, jetzt wo er getrocknet wird. Helfen Sie mir bitte kurz. Ja, bitte gerne. So. Diablo ist gebadet und wird nun auf dem Friseurtisch hübsch gemacht. Und davon versteht der Hundefriseur was. Denn schließlich waren er und Diablo schon in einer internationalen Zeitschrift. In der Singapore Airline liegt doch eine Broschüre auf. In Austrian Airlines. Austrian Airlines war es? Ich glaube, die Bordzeitung. Die Bordzeitung. Und da waren Japaner hier und die haben typische österreichische oder Wiener lokale Ausfindig gemacht. Und unter anderem den Herrn Otto. Ja. Und die tierliebenden Wiener wollten sie demonstrieren. Und da haben sie den Diabolo natürlich fotografiert. Das sind schöne Fotos. Ja. Wo ist ja, es denn? Da. Bitte schön. Mein Gott. Sehr herzig. Diabolo, schau, das bist du. Siehst du? Schauen Sie, wie er glänzt, wie eine Seidenraupe. Eine chinesische Seidenraupe. Nur den Kopf hasst er. Den mag er gar nicht, aber das kann man verstehen, wenn man da angeblasen wird. Jesus Maria. Also das will er gar nicht. Aber das wird schon gemacht. Und Bürsten, wie oft tun Sie im Privat-GV? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Das lässt er sich auch nicht sehr gerne machen. Ist zu wenig, jeden dritten Tag. Aber Sie kommen regelmäßig zu mir und dadurch können Sie einmal in der Woche sich das leisten. Wir sind eh schon fertig. Bravo. Schau her, Diabolo, bist du ein schöner Hund jetzt? Ein ganz schöner Hund. Sollen wir ein bisschen eine Sekündchen Pause machen und setzen Sie ihn rauf? Ja, ja. Bitte schön. Komm dass er ausdampfen kann. Ja. Weil bei älteren Hunden muss man immer aufpassen wegen dem Herz. Das ist ja doch eine Tortur, diese Föhnerei, Bürsterei und Baderei. Ganz ein braves Hundel. Frau Laloma und ihr Diablo sind ein Herz und eine Seele. Doch Krankheit und Tod bleiben keinem erspart. Nicht auszudenken, was einmal sein wird, wenn es den kleinen süßen Schwarzen an ihrer Seite nicht mehr gibt. Ich denke an so etwas noch überhaupt nicht. Wenn es da ist, müssen wir eh was machen. Aber im Moment denke ich nicht an diese Sache. Auch nicht an seinen Tod denke ich eigentlich gar nicht dran. Gell? Wenn er da ist, na, dann ist er da. Dann werden wir sehen, was weiter geschieht. Gell? Wir lieben das Leben. Es gibt also eine rührende Geschichte. Und so habe ich immer eine japanische Kunde, der zwei kleine Pudel und der eine ist überraschend gestorben. An Krebs und die Dame hat mich angerufen, ob sie vorbeikommen dürfte. Sag ich, ja, sie waren erst vor einer Woche und die kommt mit der Urne zu mir. Schickend eine rosa, typisch japanische Urne mit Pfötchen drauf und mit ihren vier Töchtern
Und das war dann eine Weinorgie bei mir. Und sie hat, der Sinn, der Zweck war, sie wollte, dass der Hund sich noch von mir verabschiedet. Frau Laloma, bitteschön. Wir haben noch kleine Details. Sie wissen, Sie wollen das die Augen ein bisschen. Das werden wir ihm noch ein bisschen herrichten. Ja, gern. Hm? Ja, damit man seine Augen sieht. Ja, unbedingt. Bitte so, darf ich auch okay, okay, ja, bitte ich herauf. Also wir schneiden jetzt einmal so oben, haben Sie gesagt, in Frage, gell? Ja. Ja. Müssen dass wir man die Augen sieht, die ja, sind sonst das versteckt. Das ist ein bisschen eine heikle Angelegenheit, da kann man leicht reinschneiden, da müssen wir ganz konzentriert sein. Ich sage immer zu ihm, Konzentration. Sehen Sie? Und er gibt schon den Kopf in die Höhe, das ist das Zauberwort. Auch wenn sich Frau Laloma so rührig um ihren kleinen Pekinesen kümmert, so sieht sie ihn selbst jedoch nicht als Mann oder gar Kinderersatz. Der wird fotografiert auf der Straße. Die Japanerinnen sind verrückt. Nein, no. Nein, no. Nein, nein. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe viele Nichten und Neffen. Und die haben auch teilweise schon Kinder. Fürs Erbe ist also, gesorgt. Ja. Oh ja. Alles Berechnung im Leben. Ja. Bobsch ist auch gut, gell? Schauen Sie mal bitte kurz. Ja. Nicht mehr. Bleibt nichts hängen. Keinen Bavian. Gott. Warum ist das wichtig beim Popo? Weil sonst, wenn da was hängen bleibt, dann rutschen sie und verteilen den Kot schön auf die Hinterhaxeln. Ja. Ja. Also wichtig ist, der Fall muss garantiert sein. Gut, ne? Das ist ein Fesch. Ja, er ist eine Seitenrappe. Schau, so was Schönes.